Looking at me through the glass, I don't gotta lie to you, I don't gotta wear a mask, I just gotta be me and stay true to my life. Boah, sieht das scheiße aus mit dem Bart. Alter, ich hab mich vor mir selbst erschreckt. Ach du heiliger Bimbam. Einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tjulfa ist der pünktlichste Streamer von allen. 21 Uhr, heute geht's aber richtig los. Ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Ostern. Susanne, willkommen im Mitgliedsstatus. Ich danke dir. Freunde, ich zeig euch jetzt mal was, ne? Wir haben ja was Neues eingestellt. Wisst ihr, was ich jetzt kann? Guck mal, ich kann mich jetzt hinterm Chat verstecken. Ja, guck. Unglaublich, oder? Ne? Wow! Diese Technik heutzutage! Ne? It's amazing! Amazing! Seffi, willkommen im Mitgliedsstatus. Ich danke dir. Grüße gehen raus, dankeschön. Ja, ich weiß! Ich weiß, dass Roblox Stars ein April-Update hat. Ein Video dazu wird auf dem Roblox-Kanal erscheinen. Ja? Des Weiteren... Weiß ich auch, dass eine neue Folge Skibidi die Toilet rausgekommen ist. Schaltet morgen auf dem Tjulfa Clips Channel ein, um jede weitere Skibidi die Toilet Folge live und in Farbe zu erleben. Ja, Tjulfa Clips abonnieren, da kommen ab sofort die ganzen Skibidi die Toilet Folgen, okay? Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, hört auf, hier nachzufragen! Hört auf! Mann! Ich kann das nicht mehr sehen. Ja? Mann, hab deine Story gesehen. Heißt wohl, du musst in die Schweiz fahren wegen Golden Ticket. Man könnte jetzt sagen, das war geplant. War es aber nicht, weil ich fahre witzigerweise wirklich demnächst in die Schweiz. Es war aber nicht geplant, wo das goldene Ticket reinkommt. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Obwohl ich meinen Schweizurlaub auch noch nicht wirklich geplant habe. Vielleicht fahre ich auch gar nicht in die Schweiz. Mal gucken. Jetzt muss ich in die Schweiz fahren. Demon Foxy, willkommen auf der Level 1 Stufe. Danke für die Mitgliedschaftsverlängerung. Cinder, der Drache. 38 Monate. Warte mal. Ah ne, es sind schon über 3 Jahre. Selbst schuld. Da hier auch oft gefragt wird... Cinder, danke dir für 38 Monate. Weil hier auch oft gefragt wird, wann kommt Murder Drones? Ich verweise des Weiteren auf den Tjulfa Clips Kanal. Da werden jetzt in Zukunft wieder Reactions endlich kommen. Ab morgen. Zu FNAF, zu Glitch, also ne, Murder Drones und so weiter. Zu Skibidi Toilet, zu Hast du nicht gesehen, OnlyFans Reactions. Die machen wir nicht. Streich das. Das war gelogen. Cybergamer, danke für 5 Euro. Moin Tjulfa, heute schon ein paar Dübel reingezogen. Oh, Penny. Ach so, ein paar Dübel. Ach so, waren jetzt... schon schön ein paar Dübel reingezogen. Ist Bubals legales oder was? Junge, also wer sich einen reindübelt, lost. Wer Bubals raucht, lost. Frohe Ostern, Hase. Also Gras rauchen, absolut lost. Ob legal, ob nicht legal. Penny. Nee, Digga, nee. Mach's einfach nicht. Komplett bescheuert. Cybergamer, danke für den 5er trotzdem. Dankeschön. Jonah, das war ja von dir.
Danke für die 6 Euro. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, Sie haben frohe Ostern genossen. Danke dir. Vielen Dank. Kuss geht raus. X Pro Games mit 2,50 Euro. Hi, was geht? Kleine Frage. Warum 20 Sekunden Slow Mode? Ist ja auf 20 Sekunden? Slow Mode soll auf 30 Sekunden sein. Danke für den Hinweis. Ich werde das mal eben checken. Warte, ich guck nach. Wird mir gar nicht angezeigt. Digga, wo ist denn die Musik hin? Das ist ja mega cringe hier. Warte kurz. Langsamer Modus, 30 Sekunden. Na, ist zum Glück richtig eingestellt. Also, der ist dafür, damit die Leute nicht so viele Nachrichten schreiben die ganze Zeit. Weißt du, wie ich meine? Verstehst du, was ich sage? Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das ist für so Leute wie dich, die nachfragen. Ja, die schreiben eine Nachricht, hey Julfa. Und dann 5 Sekunden später, hey, lies mal meine Nachricht, Julfa. Nochmal 5 Sekunden später, hey, grüß mich bitte. Deswegen. Deswegen haben wir den Slow-Mode drinne. Danke für die 2,50 Euro. Beehren Sie uns gerne wieder mit weiteren 2,50 Euro. Bro, Kuss geht raus. Ich danke dir für die Spende. Ehre. Pascal, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Kuss geht raus. Ich danke dir vielmals. Danke, danke. Danke. Bist du schlau? Nee, Mann. Hab die Schule gerade so geschafft. Also wirklich, war close. Um Sackhaaresbreite habe ich die Schule geschafft. Warum morgen Schule? Wer hat morgen wieder Schule? Sind nicht noch Ferien? Sind nicht noch Ferien? Warte mal. Osterferien. 2024. Bis 13. April, Digga. Achso, das ist Hessen. Oh, lol. Die Leute in Mecklenburg-Vorpommern müssen am 3. schon wieder in die Schule. Pech gehabt. Warte mal. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Das werde ich nie, das habe ich früher schon nicht verstanden. Ich meine, die Logik gebietet es, ne? Dass die Ferien in jedem Bundesland unterschiedlich sind, damit nicht alle gleichzeitig in den Urlaub fahren. Aber trotzdem, ne, habe ich das noch nie verstanden. X-Bro Games mit nochmal 2,50 Euro. Bro, Kuss, ich danke dir. Ehre. So, warte mal, ich will hier mal kurz Schulferien studieren. Warte, warte. Baden-Württemberg, die müssen am 5.4. wieder. Bayern 6.4., Berlin 5.4., Brandenburg 5.4., Bremen ist schon wieder in der Schule. Mein Beileid. Hamburg auch. Hessen bis zum 13.4. Hessen Supremacy, ja? Master Race Hessen. Danke. Danke, dafür haben wir keine Winterferien. Hä? Was ist denn das für ein Scam? Junge, was sind denn Winterferien für eine Scheiße? Das habe ich ja noch nie gesehen. Seit wann gibt es denn Winterferien? Das fällt mir gerade erst auf. Digga, also ich wohne in Hessen. Hi, Julfa hier, bin Hesse. The fuck? Seit wann gibt es denn Winter... Was ist denn das für ein Scam? Since when? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Haben einige, ja, ich sehe, dass hier mehrere keine Winterferien haben, aber the hell? Hier, 5 Tage Berlin. Berlin, deswegen sind die auch so verblasen. Guck mal, die haben durchgehend, haben die hier Ferien. Ständig. Schau dir das mal an. Hier, Hessen, 2 Lücken. 2. Ne? Wir haben keine Winterferien, wir haben auch keine Pfingstferien. Oh, guck dir die verkommenen Berliner an. 5 Tage Winterferien. Ich glaube ja wohl, mein Schwein rosselt oder was. Was ist denn das? Warte mal, die Liste muss ich mir jetzt aber hier erstmal studieren. Das gibt's doch wohl nicht. Weil die am Leben vorbeilaufen. Junge, Junge, Junge. Ne. Ne. Das muss ich erstmal verarbeiten. Ich bin seit über 10 Jahren aus der Schule, aber das bricht mich jetzt.
Das belastet mich. Also ich war über zehn Jahre bin ich raus aus der Schule. Ja? 11 Jahre dieses Jahr. Aber was ist das denn für eine Scheiße? Wieso? Ach komm, scheiß drauf, Digga. Nee. Das verkrafte ich nicht. So, warte, ich muss hier einmal kurz übersehen und spenden. Ultra-Ameise mit 40 Monaten. Was steht da? So lange und du hast das Game noch nicht... Jetzt hör aber auf. Mach mich nicht traurig, Mann. Ich weiß selbst, ihr seid bessere Leistungen von mir gewohnt. Ich gebe mir doch Mühe. Wir geben uns heute auch wieder Mühe, okay? Danke für 40 Monate. Kuss, geht raus. So. Bruder, ich hoffe, ich lese den Namen jetzt nicht falsch vor, okay? Entweder heißt das Therian Black Wolf Paw oder heißt das The Ryan? Nein. Bruder, danke für 5 Euro. Kuss. Moin, Schulfer. Ich freue mich auf Inscription, weil es eins meiner Lieblingsgames ist. Ist auch ein brutal geiles Game. Kuss. Stank dir für den Fünfer. Danke. Oh, so. Penny. Moin, Schulfer. Bier. Ich freue mich auf Inscription, weil es eins meiner Lieblingsgames ist. Inscription? Bierkrüger, mit denen angestoßen wird. Here comes the money. Oh, Lahalist. Here comes the money. Money. Dankeschön. Guten Abend dir. Friedensdaube. Machen wir heute da weiter, wo wir gestern auf Eck gehört haben. Bierkrieger, mit denen angestoßen wird. Ja, alles Gutes geht raus für einen Zwanni. Ich habe erstmal meine Familie geprankt wegen den 1. April. Jetzt hassen mich alle, wohne auch in Hessen. Lächelndes Gesicht. Master Race Hessen, danke für eure Aufmerksamkeit. Lalis, danke für 20 Euro. Einmal cool in den Chat. Ehren Lalis in den Chat. Dankeschön. Ja, wir machen heute da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Weil ich auch nicht weiter gekommen bin. Ich bin gut in dem Game. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Hä? Ich wohne auch in Hessen. Und wir hatten Winterferien. Steht hier was? Hä? Nee. Weil es keine gibt. Wir werden benachteiligt vom Staat. Wir werden vom Staat unterdrückt und klein gehalten. Die wissen, wenn wir in Hessen mehr Erholung kriegen würden, ja? Würden wir uns zu viel erholen in diesem Bundesland, ja? Dann würden wir Deutschland übernehmen. Ja, keine Ahnung, voll Ass, Alter. Bin sauer, ich werde kündigen. Junge, willkommen auf der Level 1 Mitgliedsstufe. Kuss geht raus. Dankeschön. So. Das reicht jetzt aber hier. Ja, der Staat bescheißt uns schon genug. Ich will euch nicht um eure Streaming-Zeit bringen. Wir gehen rein in Inscription. Wir fahren mal hoch den Aal. Let's go. Freut mich übrigens, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euer Osterfest war so gut, wie dieser Stream es wird. Wie fandest du den neuen Skibidi Toilet Part? Kannst du morgen sehen auf die Julfa Clips. Abonniert gerne den Julfa Clips Channel. Da kommen ab sofort alle Skibidi Toilet Reactions. Und auch zu, Glitch und so weiter. Ne? Und so weiter und so fort. So, Moment, ich muss mal kurz hier. Uno Momentos. Wir sind auch sofort wieder da. So, ich muss hier kurz den Screen wieder umschalten, weil Inscription sich ja nicht so gut aufnehmen lässt. Das Game an sich ist auch ein Scam. Ich werde hier nur gescammt. Ja? Alles. Also, man wird nur noch beschissen. Man wird sogar um seine Ferien gebracht. Weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll.
So, ich mach mal das Game noch einen Backen lauter für euch, damit ihr auch was hört, ne? So. Der Meister der Spiele mit 2 Euro. Du bist so cool. Bester YouTuber. Ey, Kuss geht raus. Danke für die 2 Euro. Freut mich, dass dir gefällt. Danke, danke. Dankeschön. So. Ah, und Gamer Quadro. Willkommen mit... Nee, Killer Quadro, nicht Gamer Quadro. Aber Gamer Quadro ist auch ein cooler Name. Killer Quadro, danke für den Mitgliedsstatus. Ich danke dir. So, wir setzen Inscriptiones. Setzen wir jetzt fort. Eventulent wird der Tag noch eintreten, an dem ich den Fischer-Dulli besiegen werde. Der Tag wird kommen. Vielleicht ist er heute. Ich weiß nicht, ob du das schon bemerkt hast, aber Roblox Stars hatte ein Update namens Retro-Update. Wollte es dir nur sagen, ne? War das der Drachenlord? Sage, ne? Ja, ich weiß, kommt ein Video auf dem Roblox-Channel zu. Keine Sorge. Kommt schon. Aber auf Roblox. Penny. Kommt auf dem Roblox-Channel. Weißt du? Verstehst du? So. Bla bla bla. So klar besiegt zu werden und dann auch noch von einem Einfallenspinsel wie dem Angler. Hör auf! Sogar das Game disst mich schon! Ne, jetzt reicht's. Das passiert mir heute nicht nochmal. Heute nicht. Heute werden wir den Angler... Heute werden wir den Angler angeln. Schnallt euch an. Klick, wir fahren los. Okay, was gibt's hier? Karten umsonst, schauen wir mal. Digga, wer ist denn Luis? Was ist denn das jetzt? Wer ist Luis? Warum heißt... Wieso heißt hier denn jetzt jemand Luis? Therion Blackwolf Paw. Erste Version war ungefähr richtig, wo du vorgelesen hast. Jetzt muss ich warten, bis nach dem Stream einen Clip zu machen. Wird Therion ausgesprochen. Therion! Okay. Ich war schon wieder zu dramatisch, ne? Therion Blackwolf Paw. Danke für 5 Euro. Kuss geht raus. Ich danke dir vielmals. Therion Blackwolf Paw. Okay. War richtig, oder? War richtig. Danke für den 5er. Kuss. Killer Quadro mit 5 Euro. Auf dich, Julfa. Gamer Quadro. Geile Idee. Ja. Zwinker. Danke für den 5er, Bro. Kuss. Dankeschön. So, wir nehmen den Raben. Ich mag den Raben. Meine Kommentare werden immer von Nadja Army gelöscht. Vielleicht, weil du Käse schreibst. Meistens, wenn man Käse schreibt, dann löscht das ein Moderator. Der Moderator guckt dann so, ne? Der guckt dann so. Damn, die haben Bullshit geschrieben. Gelöscht. Komm, wir holen uns erstmal Gegenstände neue. Vielleicht lohnt sich das. Was gibt's denn hier? Ein Eichhörnchen, ein Felsbruch. Oh, Penny. Erste Version war ungefähr richtig, wo du vorgelesen hast. Jetzt muss ich warten, bis nach dem Stream, um einen Clip zu machen. Wird dir ja ausgesprochen. Hast du schon deine Millionen Steuer bezahlt? Nee. Was habe ich bis jetzt insgesamt an Steuern gezahlt? 40.000 Euro oder so bis jetzt. Aber 2022 muss ich jetzt demnächst noch nachzahlen. Das sind, glaube ich, auch nochmal so ein paar 10.000, 20 oder so. Naja, oder so. Geld halt. Ein Eichhorn. Also, du hast Geburtstag. Such dir ein Geschenk aus. Du kriegst entweder ein Eichhörnchen, einen Felsbrocken oder eine rostige Zange. Wir nehmen ein Eichhorn. Dann haben wir zwei. Hm? Auf dann haben wir Bier. Geh mir Quadro, geile Idee. Danke für das Bier. Kuss. Wann spielen wir wieder FNAF? Bro, es kam gestern ein FNAF-Game online. Ja, hört mal auf, so süchtig zu sein nach FNAF. Ja. Komm mal, wo das rappelt. Gestern kam ein wunderbares, wunderschönes Wunder... war das toll. Oh, ein FNAF-Game online. Schau's dir an. Und jetzt? Alter, direkt ein Totem, Otto. Oh Mann, ey. Na egal. Killer Quadro auch noch mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Kuss, Mann. Ich danke dir. Ehre. Danke, danke. So, fangen wir mal an. Was hat er denn hier? Ein Wolfsjunges. Können wir das besiegen? Jupp, mit dem Hermelin. Dann machen wir das mal direkt.
So, wir kriegen einen Damage. Oh, nee, das Ding wird ja... Oh, der taucht ja unter, der Heino. Ach, Mann. Okay, warte, dann pass auf. Dann geben wir direkt Todesstoß. Wir geben direkt Todesstoß. So, Attack. Die Nummer ist gelaufen. Der Drops ist gelutscht. Na, zack. Der Meister der Spiele mit 2 Euro. Kannst du mich grüßen? Heiße Lucien und Freund Anil. Anil, Lucien, Grüße gehen raus. Ich danke euch für die Spende. Dankeschön. Danke. 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 Okay. Wir wählen mal hier Karten nach der Opfergabe. Was haben wir? Ein Opfer, drei Opfer, Knochen. Ene, mene, miste, schnipp, schnapp, Kiste, eins. Mantis! Gute Karte. Nehmen wir. Nehmen wir. Mantis nehmen wir. Oh, warte. Oh nein. Mit einer Lebenssteigerung. Alter, hätten wir jetzt hier, hätten wir da jetzt eine Angriffssteigerung gehabt, hätten wir direkt Mantis auf, ups, Entschuldigung, direkt Mantis auf 2 Angriff hochpushen können. Aber, tja, das war wohl nichts. Oh, a penny. Das war wohl nichts. Dann legen wir den Wolf rein. Schwupp. Tschü. 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 Wir ziehen uns zurück. 4 Leben. Nice. Spielst du heute Shakes and Fidget? Heute nicht. Heute nicht. Heute nur Inscription. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen ja irgendwann mal diesem Angler die Nasenhaare ziehen oder so. Oder wie man sagt, ne? Ich bin kein Experte, keine Ahnung. So, er hat hier ein Wolfsjunges. Das heißt, ich muss genau schauen, was wir jetzt hier beschwören. Am besten wieder den Hermelin. Hierhin. Gut, sagt er. Ja, dann mach auch was. Oh, Killer Quadro mit 10 Euro. Auf meinen Nacken für dich ein Döner. Seit 5 Jahren dabei und freue mich immer, dich zu sehen. Darauf ein geiles, kühles Bier. Ja, da brauche ich auch. Mittlerweile brauchst du auch 10 Euro für einen Döner. Da kriegst du ja sonst gar keinen mehr. Bro, Kuss geht raus. Ich danke dir für den 10er. Ehre. Danke, danke, danke. Und danke für 5 Jahre Support. Dankeschön. Und Bastian auch mit 10 Euro. Du bist der Beste. Sogar erste Spende von Bastian. Direkt mit dem 10er. Bro, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Danke für die Spenden, Leute. Irgendwer hat gerade reingeschrieben, hey, ja, der Fischer ist auch so schwierig. Ist er. Ist er. Er ist schwierig. Der Fischer ist schwierig. Hört auf, so zu tun, als wäre er leicht. Oh, a penny. So, warte kurz. Meine Nacken für dich eins, Döner. Seit 5 Jahren dabei und freue mich immer, dich zu sehen. Darauf ein geiles, kühles Bier. Bier, Bier, Bier. Ehre. Bier, 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 Bier. Oh, a penny. Du bist der Beste. Ich danke euch. Ey, vielen, vielen Dank für den Support, Leute, wie immer. Dankeschön. Danke für die Spenden. Soll ich spenden oder was im Shop kaufen? Dann kauf dir lieber was im Shop. Du bist immer noch stuck beim Fischer. Hört auf, mich zu dissen! Das Game hat mich schon gedisst. Big Ben fragt schon die ganze Zeit, wann kommt wieder Ich und mein Auto? Demnächst kommt eine Real-Life-Version von Ich und mein Auto. Ja, ihr werdet im April noch einen Vlog kriegen, wie ich mein neues Auto abhole. Ich weiß aber noch nicht genau, wann. Killer Quadro mit 5 Euro, habt dein Bier vergessen. Ich danke dir, Bro. Danke für nochmal 5 Euro. Kuss. So, Angriff. Attack. Easy. Gewonnen. Tschüss. Tschüss. Dein neues Auto? Ja, ein neues Auto. Ein neues Auto. Ich tausche einen Porsche gegen einen besseren Porsche. Aber wie gesagt, da wird es einen Vlog zu geben. Werdet ihr sehen. Werdet ihr sehen. So, wir haben den Gabelbock, einen Elsch und einen Stinktier. Wir nehmen den Gabelbock. Gabelbock, gut. Gut. Und wir haben auch wieder ein Feuer. Hoffentlich mit Angriffskraftsteigerung. Mann! Mann, ich will doch nicht so viel Leben auf den Karten. Ich brauche Power. Ich brauche Angriffspower. Da legen wir trotzdem Mantis drauf jetzt. Hä? Mantis. Plus. Achso, ich habe vergessen, Plus zu drücken. Nein, nicht mehr. Nee, das reicht. Das reicht. Wir gehen. Danke. X-Pro Games mit 6 Euro. Kennt ihr das Game noch gar nicht? Sieht aber nice aus. Das Game ist brutal gut. Eins der besten Games, das ich kenne. Danke dir für 6 Euro. Kuss. Und Bastian Hinz, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Danke, danke.
Bin ein Fan von Inscription und wenn sein muss, kann ich dir ein paar Tipps und Vorschläge geben. Nein! A Penny. Ich krieg das hin. Hab dein Bier vergessen. Lächelndes Gesicht. Bier. Was soll das denn, als Julfa sieht uns nicht, also klaut alles, was ihr könnt in seiner Wohnung. Klar sehe ich euch. Als wenn ich eure Nachrichten nicht sehe. Kenne das Game noch gar nicht, sieht aber nice aus. Beschämtes, lächelndes Gesicht. Beschämtes, lächelndes Gesicht. Beschämtes, lächelndes Gesicht. Bruder. Beschämtes, lächelndes Gesicht. Beschämtes, lächelndes Gesicht. Beschämtes, lächelndes Gesicht. Beschämtes, lächelndes Gesicht. Es hat nicht aufgehört. Ich danke dir für die Spende. Dankeschön. So, wir haben einen Kojoden. Dem hauen wir jetzt erstmal einen rein, Alter. Der Kojode, der kriegt jetzt erstmal ganz mies einen Druff hier. Von unserer Mantis. Let's go. Tschüss. So. Fischotter. Dem können wir leider keinen Damage machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir machen es aber anders. Pass mal auf jetzt hier. Guck mal, pass mal. Hier. Oh, oh. Ui. Ui. Ah, ne, wir können auch gar nicht gewinnen, ne? Ne, noch nicht ganz. Eins fehlt noch. Naruto, der siebte mit 2 Euro. Moin, moin. Sehe, du hängst immer noch am Fischer. Hör auf! Hör auf! Ich schaff das! Mann! Mann! Als würde ich das Spiel nicht schaffen. Danke für die 2 Euro, Bro. Mann! Ihr kriegt einen Nervenzusammenbruch. Hör doch auf! Ich mach keinen Vlog. Ich mach keine Vlogs. Hört auf, mich zu verarschen. Ja? Es kommt noch, es kommt, meine Roomtour kommt diesen Monat. Es kommt ein 30-Tage-Selbstexperiment diesen Monat. Und ich hole mein neues Auto diesen Monat. Dazu gibt es auch einen Vlog. Und dann bin ich mit dem Auto in einem Hotel, wo man mit seinem Auto im Hotelzimmer ist. Da kommt auch ein Vlog, ja? Aber nicht, wenn ihr mich als verarscht. Dann mache ich's nicht. So. Lauf jetzt. Kojo, willkommen im Mitgliedsstatus. Dankeschön. So, was nehmen wir hier? Mitte. Elch. Elch. Okay, wir gehen zum Schrein. Warte. Gehen wir zum Schrein? Nee, warte. Wir machen einen Totem. Nimm uns doch wenigstens mit. Ich glaube, es rappelt. Ich lese nichts mehr im Chat vor. Es reicht jetzt. Ich baue mir jetzt hier. Ich baue mir jetzt hier einen Totem. Mit einem. Die dumme Sau hat mir nun einen Kopf gegeben. Habt ihr das gesehen? Aha. Die hat mir nur einen Kopf gegeben. A Penny. Rosen sind rot, Julfa ist live. Zu spät darf er nicht kommen. Wir Mods passen drauf aus? Sollte das ein Reim sein? Hängst du am Fischer seit dem 24-Stunden-Stream? Lächelndes Gesicht, Bier. Wir verarschen dich, weil heute 1. April ist. Lächelndes Gesicht, Bier. Bruder. Bier. Rosen sind rot, Julfa ist live. Zu spät darf er nicht kommen. Wir Mods passen drauf auf. Das reimt sich aber auch nicht, Devil Cat. Soll das ein Reim sein? Rosen sind rot, Julfa ist live. Nee. Grillenzirpen. Killer Quadro, danke für 5 Euro. Nein, ich hänge nicht seit dem 24-Stunden-Stream beim Fischer. That's not true. Das stimmt nicht. Der Meister der Spiele mit 5 Euro. Weiß nicht, was ich schreiben soll, aber 5 Euro muss da sein. Kuss, ich danke dir für 5 Euro. Kuss geht raus. Dankeschön. Danke für die ganzen Spenden, Freunde. Kauft euch lieber was im Merch-Shop. Doors Update kommt auf dem Roblox-Channel als Video. So, Ruhe. Erster Boss. Hört auf, mich zu verarschen. Ich muss mich konzentrieren. Die Bäume standen immer dichter um dich herum. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Ja! Es war der Goldsucher. Let's go. Wir drehen den Goldsucher heute mal auf links, alright? Keine Sorge. Ihr könnt euch auf mich verlassen.
Ich weiß, was ich tue. Warte, ich muss kurz überlegen. Packmuli. Wir können dem Packmuli jetzt gleich direkt 2 Schaden drücken mit dem Raben. Und wisst ihr was? Das machen wir auch. So. Hol mal raus den Raben. Zack. Puff, bang. Pow. Wir lassen den Kojoten jetzt so lange wie möglich am Leben und versuchen jetzt erstmal einfach nur das Muli auszuschalten. Ah ne, warte, der Rabe greift ja über das Muli hinweg an. Junge, ich bin so blöd, ne? Bin ich ein dämlicher Hammel. Egal, ich gewinne trotzdem die erste Runde. Ach du Scheiße, bin ich ein blöd Arsch. Warte, ich mach noch kurz das hier, dann können wir die Kojoten erst noch ausschalten. So. Gewonnen. Ey, ist es Gold in diesen Karten? Weiß nicht, was sie schreiben soll, aber 5 Euro muss da sein. Mann, ich hasse den Typen. Der hackt immer in meine Karten rein. Das geht doch nicht. Hör doch auf. So, jetzt habe ich einen Wolf. Kann ich aber nicht spielen. Er ist doch Mumpitz. Angriff, sagt er. Ja, mach was du willst. So. Schlecht. Ganz ruhig, ich mach das. Der Meister der Spiele mit 2 Euro, ich hol mir nichts im Shop, hab schon Magnetbox. Oh, Killer! Ich danke dir. Ich danke dir. So. Ey, wenn ich jetzt verliere, ne? Ich schwör. Ich krieg nervlichen Verfall, wirklich. Also ich habe gerade vom normalen Stapel gezogen, weil ich diese dämliche Wanze haben wollte, weil ich die mit den Knochen beschwören könnte. So, der Bluthund schaltet uns jetzt aus. Ich leg nochmal das Eichhörnchen. Nee, eigentlich dumm, aber egal. Muss ich machen. Gojo mit 1 Euro, dankeschön. Danke dir. A penny. Leichter Boss? A penny. Alter. Die verarscht mich. Digga, die verarscht, ich schwöre, die verarscht mich. Ich kann das alles nicht mehr. Lief gerade nicht so gut. Aber das war doch nur Probelauf. Immerhin hattest du ja auch keine Tjulfa-Karte im Deck. Ja, ja. Das stimmt. Tresorcode steht im Buch. Tresor haben wir schon offen. Komm, wir bauen uns erstmal wieder eine Todeskarte. Ja, hier. Zap, zerab. Was für eine Fertigkeit nehmen wir? Okay. Nehmen wir den Elch von mir aus. So. Cool. Ulrich. Ich schreibe da nicht mehr Tjulfa drauf. Ich kann das alles nicht mehr. Ich verkrafte es auch nicht mehr. Mach mal bitte eine Peter Griffin-Karte. Warte, wir hatten da gerade eben eigentlich 5 Euro gespendet. Das wird mir noch nicht angezeigt. Fischers Fritz fischt frische Fische. Nur Tjulfa fangt den Fischer nicht. Okay. Ich habe furchtbare Schmerzen. Ruhe jetzt!
Ich muss mich konzentrieren. Wir nehmen die Wolfkarte. Ein Wolfsjunge ist nice. Ein Süßi. So. Wieso hast du nicht auf die 100-Euro-Spende reagiert? Weil es keine 100-Euro-Spende gab heute, du Eiermaler. Aber Galaxy King ist seit 8 Monaten Mitglied. Kuss geht raus, Galaxy. Und The Mimic mit 2 Euro. Ich feiere deine Videos und Streams. Kuss geht raus, ich danke dir. Dankeschön. So, Nana Dragons hat jetzt schon 10 Mal reingeschrieben, mein Paket kommt nicht an. Ja, da kann ich dir leider nicht bei helfen. Da musst du deinem Paket-Tracking folgen, wo das Paket rumgeistert. Und ansonsten meinem Shop schreiben. Da ist eine Support-E-Mail verlinkt. Da kannst du fragen und sagen, hey, wo ist mein Paket, ihr Deppen? Das darfst du schreiben. Ich hab's dir erlaubt. Der Meister der Spiele, nochmal mit 2 Euro. Ich hol mir bald das Plasche, du bist der Beste. Kurs geht raus, ich danke dir. Dankeschön. Schilfer, muss man das Messer im Kampf benutzen und danach den Kampf gewinnen? Dann kannst du was Schönes freischalten. Ja, kriegt man so ein anderes Auge irgendwie, ne? Mochi mit 5 Euro. Warum ist der 1. April ein Scherztag? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Danke für 5 Euro. So, wir nehmen den Fächer. Das passiert mir jetzt nicht nochmal. Ich will nichts hören. Von niemandem, okay? Von niemandem will ich was hören. Was hat er denn hier? Kojote und Stekelschwein. Okay. Ja, komm. Wir machen das hier. So, so und so. Und dann so und so. Easy. Ah, guck mal. Jetzt haben wir hier noch einen richtigen Wolf. Können wir noch die Stingewanze rausholen. Zack. Dann kann das Stachelschwein schon nicht mehr angreifen. Oskis, willkommen im Mitgliedsstatus. Ich danke dir. Willkommen in der Bande. Willkommen in der Gang. Putz. 4 gewinnt. Tjulva, wie kriegt man Pilzenshakes in Fidget? Die müsst ihr im Item-Shop kaufen. Im Item-Shop. Ha? Ihr braucht aber keine Pilze. Man kann das Game ohne Pilze spielen. Na? Aber die gibt's im Item-Shop. Die kosten echt Geld, die Pilze. Bestien? Keines. Was sind das jetzt für Karten? Der Meister der Spiele, noch mit 2 Euro. Meine letzte Spende für heute, cooler Stream. Ich danke dir. Und danke für die Spenden. Was haben wir hier? Wähle unter den Herausforderern, die vor dir kamen. Zwei Opfer, 4 Angriff, 6 Leben, Triple. Aha. Schüüü, den nehmen wir mit. Wenn wir es damit jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. A Penny. Warum ist der 1. April ein Scherztag? Fragezeichen, Funken, Bier. Kein Plan, Bier, Mann. Mit denen angestoßen wird, Bier, Bier. Bier. Pass auf, pass auf. Bierkrieger mit denen angestoßen wird, Bier. Bierkrieger mit denen obwohl, nee, warte. Wird, Bier. Bierkrieger mit denen angestoßen wird. Meine Tjulfa-Karte braucht nicht mehr Angriff. Die hat ja schon genug Angriff. Ey, Mochi, nochmal Kuss geht raus für die 5 Euro. Meine Tjulfa-Karte hat genug Angriff. Wir verstärken das Wolfsjunge. So. Nein, nicht noch mächtiger. Ein Punkt reicht. Dankeschön. Vielen Dank. Tjulfa, das Merch-Bundle ist ausverkauft. Ja, natürlich ist es ausverkauft. Ja, logisch. Ja, das kam ja auch am wann kam es raus? Am 16. März? Klar ist es ausverkauft. So, da ist der Hermolin. Dankeschön. Rainbow Fox mit 10 Euro. Ich habe meiner Schwester heute eine Glitzerbombe geschickt. Jetzt glitzert ihr Zimmer pink. Es war erst weiß. Wie viel Glitzer war denn drinne? Danke für die 10 Euro. Kuss geht raus. Danke für die Spende. Let's go. Okay, Wolfsjunges Attack. Attack. So, das Wolfsjunge kann sich jetzt direkt verwandeln und der Wolf macht 4 Angriff. So lob ich mir das. Jetzt legen wir noch den Hermoletto. Der kann den Sperling erstmal fressen. Stück für Stück zumindestens. Ah, nee, hab schon gewonnen. Rainbow Fox, danke für den 10er. Kuss geht raus, danke dir. Und Stefan Hanf mit 10 Monaten, danke. Ich danke vielmals. Dankeschön.
Kann mir das Spiel jemand kurz erklären? Es ist quasi ein Horror-Karten-Game. Im Grunde genommen. Oh wow. Ich habe nur einen Goldzahn. Ich kann gar nichts kaufen. Ich habe meiner Schwester heute eine Glitzerbombe geschickt. Jetzt glitzert ihr Zimmer pink. Es war erst weiß. Danke für den 10er Rainbow Fox. Kuss geht raus. Dankeschön. So, wir können wieder jemanden hier näher zum Feuer bringen. Wollen wir mal das Hermelin hinlegen? Komm, wir legen ihn mal hin. Plus. Wollen wir ihn grillen lassen? Nein, wir nehmen ihn mit. Komm. Komm, wir gehen. Stefan, danke für den 10er, Bro. Kuss. Hoffe, du schaffst den Fischer nächstes Jahr. Ey! Es reicht jetzt! So, da ist das Hermelin jetzt mit 5 Leben. Der allerechte Killer. Und wir haben ein Kaninchenfell. Das kann ich nicht mal opfern. So ein Mumpitz. Okay, warte mal. Dahin. Das Kaninchenfell legen wir auch mal als Abwehr. So. Oh, wir können ja... Das ist ja ein Fluch. Wie kann es ja gar nicht abwehren? Ach du Scheiße. Verdammte Hacke. Das wird jetzt interessant hier. Das wird knapp, das wird knapp. Ich kann die Stinkwanze nicht spielen. Weil ich da ein Kaninchenfell hingelegt habe, weil ich blöd bin. Oh nein, er hat mich bis... Halt's Maul! Oh mein Gott, das hätte ich nicht verlieren müssen. Das hätte ich niemals verlieren müssen. Das war eigene Doofheit. Das war eigene selber blöd. Also das war schon wieder doof auf beiden Augen. Ach du heiliger Schnippschnapp. So. Für ein Kaninchenfell kriege ich... Eisvogel ist gut. Den nehmen wir auch. Fairer tauscht. Nadja mit 5 Franken. Buh. Nadja. Kuss. Ich danke dir für 5 Franken und Kuss in die Schweiz. Vielen, vielen Dank. Danke für den Support. Beim normalen Gegner verloren. Ja, was soll ich hier machen, Mann? Ich mach das doch nicht mit Absicht. Ich bin einfach kacke. Wir verstärken das Wolfsjunge. Funktioniert das? Ich lasse es nicht länger am Feuer. Alter, das Wolfsjunge ist jetzt stärker wie der normale Wolf, ne? Brutal. Brutal. Ja, danke für die Spende, ey. Dankeschön. Und Naruto der Siebte. Achso, ich dachte, das ist die Spende. Naruto der Siebte im Mitgliedsstatus, danke dir. Vielen Dank. So. Okay. Beruhigt euch. Leichter Boss, mach einfach das Maultier alle. Klar, gar kein Problem. Yeah, yeah, yeah. Pass auf. Wir hauen dem Maultier jetzt so dermaßen eine in die Fratze rein, ne? Der wird so dermaßen den Arsch jetzt voll kriegen. Pass mal auf. Dem werden wir jetzt erstmal die Leviten lesen. So ein Ding ist das nämlich. So. Wir machen erstmal das hier und dann machen wir noch das hier. Und jetzt Shepherds. So. Wir ziehen noch ein Eichhorn. Wir greifen an. Jetzt haben wir Runde 1 schon mal gewonnen, ja? Alles gut soweit. Alles klar soweit, ja? Es ist Gold in den Karten. Ich bin so sauer, ne? Ich hasse den Typen. Ich hasse die alle. Die sind alle kacke. So. Ich ziehe mir noch ein Eichhorn. Und beende meinen Zug. So, er haut dem Nugget schon mal einen drauf. Jetzt ziehen wir eine Karte. Perfekt. Perfekt gezogen. Nee, warte. Nicht perfekt gezogen. Doch. Doch, geht fit. Geht fit. Überleben wir. So, der macht nämlich nur 2 Angriff. Das stecken wir einmal weg. Wir transformieren uns. So. Noch ein Angriff auf den Bluthund. Easy. Ich ziehe hier eine Karte. Wir haben den Ochsenfrosch. Den sparen wir uns noch auf. Wir machen erstmal 4 Schaden. So. Ich gewinne.
ohne das verdammte Muli. Ich brauch das Pack-Muli nicht. So. Danke. Es geht doch. So, seltene Karten. Seltene Karten, was haben wir? Die seltsame Larve. Den Urayuli. 7 Angriff, 7 Leben, aber 4 Opfer. Das ist sehr viel. Und wir haben die alte Buschratte. Die kluge Buschratte. Zweifel nie an der Nützlichkeit eines gut sortierten Vorrats. Aber wir nehmen die seltsame Larve. Let's go. Danome-Fan. Willkommen im Mitgliedsstatus. Ich danke dir. Danke dir, danke dir. So, was? Einen Augenblick? Achso, ja. Neue Map. Neue Map. Die Luft wurde feuchter und es wurde immer schwerer, deine Stiefel aus dem Schlamm zu heben. Der modrige Geruch abgestandenen Wassers stieg dir in die Nase. Du hattest das Sumpfgebiet erreicht. Wunderschönen guten Abend. Gibt's hier Kaffee? Erstmal Karten einsammeln. Was bekommen wir? Den Skink. Der hartnäckige Skink. Er huscht beiseite, wenn er angegriffen wird und lässt seinen Schwanz zurück. Ich kenne noch ein paar Leute, die das so machen. So, wir nehmen tatsächlich auch den Skink mit, glaube ich. Ja, wir nehmen den Skink mit. Wir nehmen den Skink mit. Let's go. Und dann... holen wir Gegenstände, weil wir haben nur noch einen. Schwarze Ziege. Sehr gut. Erster Kampf im neuen Gebiet. Let's go. Let's go. Okay. Was hat er denn da? Einen Ochsenosch. Wisst ihr, was ich mache? Ich lege die Larve hier in die Ecke. Da kann sie nicht besiegt werden, weil der Baumstumpf da liegt. Hohoho. Das wird gut. Junge, wenn die Larve sich erstmal voll entwickelt hat... dann scheppert's hier gleich aber ganz anders, so. Kannst aber wissen. Dann legen wir hier hin den Eisvogel. Oh ne, das war nicht gut. Warte mal, das war schlecht, oder? Das war dumm. Warte mal, das war dumm. Warte kurz, ich muss was machen. Ich muss meine Strategie kurz ändern. Uno momentos. Angriff! Ah! So ein Ding ist das nämlich. Jonas, wunderschönen guten Abend. Ich danke dir, dass du da bist und uns mit deiner Anwesenheit beherrschst. So, wir haben den Kojoten, die Kröte und den Ringwurm. Wir nehmen den Kojoten. Den nehmen wir mit. Mhm. Und dann gehen wir hier lang, weil wir immer noch kein gutes Totem haben. So, wir haben nur so einen dämlichen Eichhörnchenkopf. Du! Jedes Eichhörnchen bringt 3 Opfer jetzt! Habe ich das richtig verstanden? Jedes Eichhörnchen bringt jetzt 3 Opfer? Das ist ja geisterkrank. Wirklich? Na das, wollen wir doch mal gleich testen, ne? Das sind 12 Schaden. Wie dumm. Ist das blöd. Jetzt. Ich werde den Angler essen. Ich werde ihn essen.
Junge, jetzt kann ich alles beschwören. Ich kann alles beschwören. Einfach so. Wow. Ich nehme einen Sperling. Guck mal. Alter. Das. Also jetzt. Aber also. Also jetzt, liebe Leute, geht's aber los, ne? Pass auf. Hier, wir nehmen mal die Flugfertigkeit vom Sperling und legen die auf. Wem tackern wir die? Alter. Soll ich mir. Ui. Könnte ich bei mir selbst noch drauf tackern, ne? Das ist der Overkill. Aber ich glaube, ich gebe es dem Wolf. Oder? Mottenmann kann schon fliegen. Ich gebe mir selber Flug. Scheiß drauf, Digga. Hier, wird was angeheftet noch. Junge, Flug, Flug und dreifach Gabelangriff mit 4 Schaden. Da kriegst du die Tür nicht zu. Oh, jetzt wird's aber hier. Jetzt müssen die ihre Hosen runterlassen. Ah, es geht schon wieder los! Ja, ja. Ich mach die alle platt jetzt. Durch die Bank weg. Jetzt ist vorbei. Der Drops ist gelutscht. Ja? Die Kabel sind zu Ende. Das Game ist vorbei. Ich nehme mir noch ein Opossum mit. Das ist süß. Das macht bestimmt lustige Geräusche nachts. So, wir können nochmal was opfern. Kann ich das auch skippen? Nee, ne? Dann nehmen wir die Fertigkeit vom Eisvogel und legen es auf. Auf den Wolf. Ja. Ja. So. Es ist soweit. Es geht los. Der Angel-Otto. Was zunächst wie ein seltsam geformter Felsen wirkte, erwies sich als ein schwerfälliger Mann. Du versuchtest, an ihm vorbeizuschleichen, doch dein Fuß stieß gegen einen Metalleimer. Ich bin der Angler. Du bist der Fisch. Fischen geh. Let's go! Let's go! Jetzt schlägt's 13. So, wir werden versuchen, ihn jetzt so schnell wie möglich auszuschalten. In Runde 1 mit den normalen Karten. So schnell es geht. Oh, Penny. Moin, Meister. Moin, Meister! Gefragt, aber hast du 1. April Doors gespielt? Nein, habe ich noch nicht, Tridlord. Danke für die 6 Euro. Kuss geht raus für die Spende. Kommt auf dem Roblox-Channel, kommt ein Video dazu. Auf dem Roblox-Channel kommt ein Video dazu. So, Angriff. Gewonnen. Runde 1 gewonnen. Easy. Fischen geh, sagt er jetzt. Ja, ja, bla bla. Was du willst. Hä? Achso, mit den Ködereimern kommen dann die Bären, oder was? Der Angler. Pass auf seinen Haken auf. Spiel ein Eichhörnchen oder so, wenn er damit zielt. Okay. Also wir können jetzt 3 Schaden machen. Plus 1 Schaden. Fischen geh. Ja. Ich hab geangelt. Ah! Junge. Wir haben ihn weggeangelt.
aufgeschnupft. Lass mich deine Kerzen wieder anzünden. Ui, Memo. Huh. So. Schauen wir mal, was es gibt. Etwas umsonst? Die seltsame Larve, wir haben sie bereits. Eine Amöbe, die formlose Amöbe. Ihre Segel ändern sich ständig. Und Mischwesen. Ich glaube, wir nehmen Mischwesen, weil Mischwesen profitiert ja von jedem Totem. Kann sehr nützlich sein. Nehmen wir mit. Den zweiteinfachsten Boss im Game besiegt. Hooray. Nein. Ihr könnt mein Gemüt nicht trüben. Ist ein persönlicher Erfolg. Ist mir doch egal. So, das Abendessen würde warten müssen. Wir kommen ins nächste Gebiet. Lass mich überlegen. Ein eisiger Windstoß drang unerbeten in deine Lunge vor. Die Schönheit fallender Schneeflocken konnte dich nicht von der Kühle in deinen Knochen ablenken. Du warst zur Schneegrenze emporgestiegen. Hallo. Weiter geht's. Karten umsonst. Was kriegen wir? Einen Gabelbock, einen Grizzly oder einen Raben? Wir nehmen den Grizzly, weil wir sowieso drei Opfer für jedes Eichhörnchen haben. Also können wir nehmen, was wir wollen. Würdest du das Spiel weiterempfehlen? Definitiv. Definitiv würde ich das Spiel jederzeit weiterempfehlen. Auch wenn ich Ass bin in dem Game, macht es mega Spaß. Dieses bedauernswerte Opossum. Was bringt das? Eis-Opossum? Was bedeutet der Eisblock? Taut das auf? Oder was? Ich nehm's mal mit. Wir werden rausfinden, was es bringt. Wie lange streamst du heute? Höchstens bis um 11. Also noch eine Stunde. Circa. Mal schauen, wie lange ich Bock hab einfach. So, hier. Warte kurz. Was holt er? Er holt einen. Wieso ist da ein Elch? Fabian, willkommen im Mitgliedstatus. Dankeschön. Warum? Ich leg mal lieber was zur Verteidigung hin. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Elch. Wir ziehen mal was. Oh nein, ich hätte doch einen. Da muss ich wohl das Eisverpossum legen jetzt hier. Ripperino. Gut. Dann holen wir jetzt halt den Grizzly. So. Hermeline. Angriff. So. Es gefällt mir nicht, was hier gerade passiert. I don't like that shit. Also das Opossum ist jetzt aufgetaut hier, oder was? Junge, was beschwört er denn da? Ich kann das nicht gewinnen. Alter, mir wächst gleich ein dritter Fuß, ne? Nutze im Notfall das Messer. Ja, aber... Ja, gib mir halt eine Karte. Der macht jetzt 4 Schaden, wenn er angreift. 4. Wir benutzen das Messer. Und wir greifen an.
Oh, er macht sogar viel mehr Schaden. Nichts wie ein Kojoten! Einen Kojoten? Digga, du hättest alles ziehen können, aber keinen Kojoten! Ich werd hier doch verarscht, oder was? Ja. Rettung birgt des Kuckucks Uhr. Ja, wir haben ein schönes neues Auge. Digga. Ich hätte nur die richtige Karte gerade ziehen müssen. Jetzt sofort gewonnen. Rettung birgt des Kuckucks Uhr. Bessere Fälle findest du im Umkreis von 100 Meilen nicht. Dann zeig mal ran hier. Kaufen kann ich, was immer ich möchte. Danke. Für die Fälle. Dennis Lenz, willkommen auf der Level 3 Stufe. Bro, er geht direkt Level 3 Stufe. Digga, Kuss geht raus. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. So, warte, lass mal kurz zur Kuckucksuhr gehen. Wir müssen hier ja... Oh. So wahrscheinlich und... Das ist der Wolf, ne? Der verkrüppelte Wolf. Nimm die Filmrolle, bevor er es sieht. Los. Ja, danke. Was hast du da drüben vor? Nix. Nichts. Nichts. Wir haben eine Filmrolle. Was können wir damit machen? Können wir ihn fotografieren? Keine Ahnung. Wir holen neue Gegenstände erstmal. Pass auf. Wir nehmen noch ein Isopossum. Und eine Sanduhr. So. Wir gehen links rum. So. Ich sollte dir danken. Wie war es? Es war ziemlich übel. Ich bin eingesperrt im Körper eines Hermelins. Im Papier einer Karte. Das sehe ich. Und ich habe natürlich etwas vorbereitet. Zur erneuten Rücksetzung. Sprich weiter. Unser Freund, der Spieler hier, besitzt bereits den Schlüssel. Du hast also den verkrüppelten Wolf gefunden. Ich habe oft genug erlebt, wie sich das abspielt, um zu wissen, dass ein Plan in die Wege geleitet ist. Beeil dich. Leute, ich will hier Karten spielen. Ich habe keine Zeit für euren Käse. Dennis mit 5 Euro. Bist mein Lieblings-FNAF-YouTuber mit Seth. Noch alles Gute. Dennis, Kuss geht raus. Ich danke dir für den Fünfer. Ehre. Vielen, vielen Dank für den Support und direkt Level 3 Mitgliedschaft. Dankeschön. Danke dir. Gut. Dann beschwören wir mal direktamente unseren verkrüppelten Wolf. Los geht's, sagt er. Elena! Willkommen im Mitgliedstatus. Dankeschön. Willkommen in der Bande. Willkommen in der Gang. So, dann holen wir mal den Hermolin raus. Und die Stinkewanze. Und Attack. So, ja, wir haben eh schon gewonnen. Easy. Easy. Oh, a penny. So. Bist mein Lieblings-FNF-YouTuber mit Seth, noch alles Gute. Dennis, ich danke dir. Dankeschön. So, jetzt haben wir wieder eine Prüfung, eine Kartenprüfung. Entweder müssen alle Karten zusammen 5 Knochen kosten. Wir brauchen 3 Siegel auf den Karten oder 4 Blut als Opfer. Und das hier ist am einfachsten. 1. Oh shit. Ah, wir haben es gerade so, Alter. Das war knapp. So, und jetzt kriegen wir entweder einen Eisvogel, einen Ringwurm oder einen Gabelbock, der Bienen beschwört. Wir nehmen mal den Gabelbock.
Wir nehmen mal den Gabelbock. Warum reden die Karten? Weil das Game eine Story hat. Weil das Game eine Story hat. Ah, guck mal. Eine Buschratte. Donge. Donge. So, nächster Fight. Und gleich kommt der nächste Boss, Freunde. So, Eichhörnchen, drei Opfer. Oh yes, da ist er. Der Winning Move in Turn 1. Ich bin wie Exodia, Digga. Let's go. Killer Quadro mit 5 Euro. Dafür hast du dem Fischer gezeigt, dafür, dass du dem Fischer gezeigt hast, wo die Angel hängt. Sitze auf der Rettungsdienstwache Nachtschicht und schau deinen Stream. Killer Quadro, Kuss geht raus. Kuss geht raus. Ich wünsche viel Erfolg bei der Schicht. Und vielen, vielen Dank für den Support. Kuss für den Fünfer, Bro. Dankeschön. Ja, ich hoffe, dem nächsten Boss zeigen wir auch, wo es scheppert oder was. So, wir haben mehr als genug Fälle. Und wir kaufen uns... Pass auf, was kaufen wir uns alles? Eine Kalapperschlange. Ein Rabenei. Noch einen Kojoten. Eisvogel. Und Kaninchenbau. Oh, auch Wolfsfälle. Dafür gibt es... Oh, Premium-Karten. Leitwolf ist natürlich Baba-Bubu-mäßig. Leitwolf kann uns auch richtig den Arsch retten. Dafür, dass du den Fischer gezeigt hast, wo die Angel hängt. Bier, 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 Bier. Dankeschön. Sitz auf der Rettungsdienstwache, Nachtschicht. Und schau deinen Stream, schwarzes Herz, Feuer. Und Killerquadro verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Jo, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ehre, Kurs geht raus. So, wen nehmen wir jetzt hier vom mit Wolfsfell? Also Leitwolf auf jeden Fall. Und pass auf, wir nehmen auch noch das Hirschkalb. Wir haben auf jeden Fall ein brutales Deck jetzt, ne? Jetzt gehen wir noch einmal zum Feuer. Oh, gleich kommt der nächste Boss, Digga. Mal sehen, wie schlimm es wird. So, Gesundheit steigern. Für welche Karte denn? Alter, haben wir viele Karten. Heiliger Schnippschnapp. Ich würde sagen, wir geben dem Leitwolf mehr Leben. Weil dann lohnt er sich noch mehr. Dann hält er nämlich länger durch und geht nicht so schnell drauf. Aber der gibt einen miesen Angriffsbonus für die Karten neben sich. So! Der nächste Boss. Let's go! Ein Mann stand vor dir. Ein Mann, den du gleich erkanntest. Es war der Fallensteller. Du strecktest den Arm aus, um seine Waren zu begutachten, doch er hielt dich auf. Oh, tut mir leid. Aber heute wirst du das Fell liefern. Bring it on, baby! Was ist das für eine Musik? Alter. Oh, warte, zu laut noch, zu laut. Junge. X-Pro Games mit 2,50 Euro, ich bin back. Willkommen zurück, danke für die Spende. Dennis, nochmal mit einem 10er auf süß. Ich danke dir vielmals. Dennis, Kuss geht raus für den Support, Alter. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dann geben wir jetzt mal besser noch unser Bestes. Um hier auch nicht... drauf zu gehen. Ich bin gerade noch am überlegen. Aber wir machen erstmal das hier. Alter, Killer Quadro auch nochmal 30 Euro?
Gönnung, Hashtag nur der Tjulfa. Bro, ich danke dir. Ehrenkiller Quadro in den Chat, Freunde, genau. Bro, danke für 30 Tacken. Ich danke dir vielmals. Ehre. Was machen diese Fallen? Ich habe Angst vor den Fallen. A Penny. A Penny. Ah. Das machen die Fallen. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Der Tjulfa. Schwarzes Herz, Feuer. Schwarzes Herz, cooles Gesicht. Yo, Killer Quadro, Kuss geht raus. Für die 30 Euro Spende, ich danke dir vielmals. Okay, ich leg mal hier ein Wolfsfell. Da kommt jetzt ein Wolf, okay. Coyote. Noch ein Kojoten. Bringt mir aber gerade nichts. So, Opossum ist da. Ich ziehe ein Eichhörnchen und spiele noch einen Kojoten. Let's go, let's go. Dennis! Auf Ehrenbruder-Basis. Ich danke dir. Ey, danke für 20 Euro. Danke für den Support, Freunde. Dankeschön. So. Let's go. Wir wenden das Blatt langsam, aber sicher. Leider geht mein Wolf jetzt drauf, das ist ärgerlich. Aber wir kriegen dafür ein Wolfsfell. Und jetzt ziehen wir Kaninchenbau. Wir haben gewonnen, Runde 1. Runde 1 gewonnen. Erlesene Fälle. Doch der Kreislauf muss weitergehen. Was hat er vor? Lass uns handeln. What the fuck? The fuck is this shit? Wir nehmen die Schnappschildkröte. Thank you.
Bla bla bla! Ja, ich hab die Filmrolle! Hör auf! Ich bin am Gewinnen! Ich muss ihn besiegen! Ja, ich besieg ihn doch! Ich besieg ihn jetzt! Ich besieg ihn! Ja! Deine Kerzen sind aus! Huh! Huh! Huh, a penny. Huh! Dafür, dass du dir einen Cocktail am Strand leisten kannst, so muss aufhören zu spenden, sonst Lohn weg. Bier, Bier. Oh, a penny. Killer Quadro mit 2 Euro. Gute Nacht an alle, geh jetzt, muss morgen arbeiten. Oh, ich hab's geschafft, Alter. Danke dir für 2 Euro erstmal Killer Quadro. Dennis mit 5 Euro. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne, gute Nacht und viel Erfolg morgen an der Arbeit. Oh, a penny. Killer Quadro nochmal mit einem 10er. Dafür, dass du den Cocktail am Strand leisten kannst. Ich werde einen auf Ehre auf dich schlürfen. Im Mai, da bin ich am Strand. Ich danke dir und viel Erfolg noch bei der Arbeit. Elias, danke für 7 Monate Support. Kuss geht raus. Und meine Kerze wird wieder angezündet. Dankeschön. So, Achievement. Ich habe zum ersten Mal den Fallensteller besiegt. Den Fischer habe ich nämlich tatsächlich schon einmal besiegt im 24-Stunden-Stream. Aber ich bin direkt danach dann draufgegangen. So, wir haben den Urayuli, den Gag und der Daus. Dieses dreckige Wildschwein. Es wird aufgebracht, wenn seine Schellen geschlagen werden. Glockenspieler. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht auf jedem angrenzenden leeren Feld eine Schelle. Die Karte Schelle ist definiert durch null Kraft. Klingt interessant, nehmen wir mit. Hängst du immer noch am Fischer? Oh nein. Wir haben gerade den Fallensteller besiegt. Während die rätselhafte Person, Fallensteller und Händlerin, nun in den Schnee blutete, hieltest du dich hartnäckig. Du konntest ein Licht in der Ferne sehen. Das Ende ist nah. Lass mich mal sehen. Huh! Huh! Huh? Huh? Der Posten der Händlerin war verlassen. Als Zeichen des Respekts für die seltsame Frau nahmst du dir nur, was du dir leisten konntest. Nichts. Ein paar Fälle vielleicht, ja. Dein Blick heftete sich an die kleine Hütte, deren warmes Licht wie ein Leuchtfeuer in der bedrückenden Schwärze der Nacht war. Sicher, ganz sicher, stand diese Hütte für das Ende deiner Mühen. Muss ich... Oh, ich muss gehen. Wir... Einige Schritte von der seltsamen Hütte entfernt wurde dir eine Gelegenheit eröffnet. Ich biete meine Segen nicht einfach irgendwelchen Reisenden an. Wenn du fähig bist, meine Prüfung zu bestehen, wirst du reich belohnt. Die Prüfung der Geflügelten. Unter den 3 gezogenen Karten muss eine Karte mit dem Siegel flugfähig sein. Die Prüfung der Flinken. Unter den 3 gezogenen Karten muss eine Karte mit dem Siegel Sprinter sein. Die Prüfung der Häute. Unter den 3 gezogenen Karten muss eine Fellkarte sein. Ich würde die Flugkarte nehmen. Wir nehmen die Flugkarte. RIP. Nein, mit diesen Karten wird das nichts. Gescheitert. Wir werden das noch einmal wiederholen. Die Prüfung des Ringes. Du bestehst automatisch, wenn du einen Ring hast. Die Prüfung der Seltenheit. Unter den 3 gezogenen Karten muss eine seltene Karte sein. Die Prüfung der Flossentiere. Unter den 3 gezogenen Karten muss eine Karte mit dem Siegel Wasserwesen sein.
gescheitert. Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Oder? Du hast keinerlei Segen bekommen? Dann wird das jetzt ein Spaziergang. Sei dir da mal nicht so sicher. Er gammelt! Er gammelt! Warum sieht denn der so gammelig aus? Dennis, mit 50 Euro? Das war's aber für heute, schreibt er. Bro, du kannst doch nicht so viel spenden. Du bist direkt Level 3 Mitglied geworden, Brudi. Alle einmal bitte Hashtag Ehrendennis in den Chat. Brody. Ich danke dir. Danke für 50 Tacken, Mann. Ehre. Aber hör bitte auf zu spenden. Gönn dir lieber was im Shop. Dennis. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, money, money. Whoa. Das war's aber für heute. Das will ich auch hoffen. Reicht aber auch jetzt. Danke, Mann. Kuss. Ehre, ich danke dir vielmals. Und jetzt stellen wir uns durch die Beflügelung dieser Spende dem Boss. Und mich juckt es in den Fingern, wieder zu spielen. Bist du bereit für eine Partie? Natürlich. Warum hat er Pilze im Bart? Dann mal los. Ich hoffe, du bist angemessen vorbereitet. Der Rauch. Vielleicht eine weitere, um sicher zu... Warum zum Henker hat er 3 Kerzen? Was soll das? Okay. Er hat das Mischwesen und einen Maulwurfsmann. Nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. Oh, a penny. Angriff. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Let's play Passi, danke für den Euro. Kuss geht raus. The fuck? Du bist so weit gekommen. Nur um doch zu scheitern. Excuse me, what the fuck? Das gibt's doch nicht! Wir erstellen wieder eine Todeskarte. 3 Angriffe, 1 Verteidigung. Und von mir aus Entwicklung. Tjuflis, der Allerechte. Alter. Hast du schon dem goldenen Ticketgewinner geschrieben? Yes. Zumindest habe ich seine Story schon auf Instagram geteilt. Aber wir haben noch keinen Termin ausgemacht. Habe ich nicht... Kann ich nicht ihn jetzt irgendwie fotografieren, weil ich den... Weil ich die Filmrolle habe? Scheinbar nicht. Oh Mann, ey. So dicht dran, letztes Mal. Ich bezweifle, dass du so weit kommen wirst. Aber ich habe die Filmrolle... Was schaust du da an?
Halt deinen Blick auf mich gerichtet. Warum habe ich da... Ein Geschenk des Anglers. Weißt du, er wurde kürzlich besiegt und will das wettmachen. Es wäre bedauerlich, wenn du dem Goldsucher zum Opfer fielst, bevor er diese Chance erhielt. Der Haken ist mächtig. Du kannst mir damit eine meiner Karten stehlen. Aus diesem Grund wirst du auf dem Weg auch keine weiteren finden. Setze ihn klug ein. Das heißt, den sparen wir uns besser mal auf. Den Angler. Also den Angelhaken. Ach Mann, ey. Okay. Wir haben noch Zeit heute. Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es ein weiteres Mal. We still have time. Bisschen nach 11 Uhr können wir easy spielen heute. Also versuchen wir unser Bestes. So. Einen Moment kurz. Ich muss kurz auf eine Nachricht antworten. Momentchen. So. Karten wählen, Karten ziehen. Wir nehmen den Heinz-Dieter hier. Der ist gut. Der ist gut. Leider haben wir jetzt nicht mehr unser Turbo-Totem, ne? Das Turbo-Totem haben wir jetzt nicht mehr. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber wir haben eine Buschratte, ne? Immerhin. Immerhin haben wir eine Buschratte oder was, ne? Toll. 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 Wow. Sei gegrüßt. Hallo. Quatsch mich nicht voll, bitte. Ich bin traurig. Ja, ja. Angriff. Angriff. Attacke. Killer Quadro mit 5 Euro. Wann kommt mal wieder ein 24-Stunden-Stream? Nie wieder. Nie wieder. Ich mache keine 24-Stunden-Streams mehr. Leider keine 24-Stunden-Streams mehr. So, wir machen jetzt erst einmal einen Angriff. So. Aber danke für die 5 Euro. Dankeschön. Bitte altes Intro in Videos. Auch das wird nicht passieren. Auch das wird nicht passieren. Keine alten Intros und auch sonst nichts. Oh, Angriff. Easy. Es ärgert mich, dass wir den Boss jetzt nicht geschafft hatten. Wir hatten so gute Karten im Deck. Penny. Wann kommt mal wieder ein 24-Stunden-Stream? Bier, 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 Bier. 24-Stunden-Streams kosten einfach zu viel Zeit. Eigentlich scheiße, hier irgendwen zu opfern, ne? Hermelin. Ja, ja, nimm's. Nimm's. Und beschwer dich nicht. Aber Alien Isolation. Nee. Keine 24-Stunden-Streams mehr. 24-Stunden-Streams sind einfach viel zu... Die kosten einfach wirklich... Also es kostet wirklich einfach viel zu viel Lebenszeit. Habe ich ein paar Mal gemacht, 24-Stunden-Streams, aber sowas wird es leider nicht mehr geben. So. Was war das denn? Er hat aufgegeben, ne? Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Ich finde 6 Stunden angenehm, also 10 Stunden okay, aber keine 24 Stunden mehr. Na, es wird einfach... es wird einfach hauptsächlich jetzt so,
zwei, drei, vier Stunden Streams geben. Aber so richtig lange nicht mehr. Blablabla, nein, ich denke darüber nach, mein Lager schon zu räumen, was anderes zu versuchen. Fälle sind jetzt billiger. Okay. Dann kaufe ich das. Und ein Wolfsfell. Dankeschön. Wie wird man dein Partner? Was für Partner, Digga? Was für Partner? Was redest du? Tempo 27, was quatschst du da? Wir nehmen die Sanduhr, die lohnt sich. Wir haben jetzt echt keine guten Karten, ne? Wir haben wirklich keine guten Karten. Junge, sag nicht schlecht gespielt, du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung. Mann ey. Ich glaube, er holt es Shepard im Karton oder was? Junge, ich hasse diese Sperlinge, ne? Klapperschlange können wir nicht holen. Wir legen das Fell mal hier hin. Und greifen an. Max, der Allerechte mit 12 Euro. Haut mal alle Herzen in den Chat für den besten Arbeitgeber ever. Bin Julfas Cutter und bin froh, dass ich für ihn euch arbeiten darf. Bro, Kuss geht raus. Ich danke dir. Ehre für die 12-Euro-Spende. Max, ich danke dir. Kuss, Kuss. Dankeschön. Danke, danke. Lasst mal ein Herz für Max da. Er schneidet ja immer die Videos. Ne? Also wenn da was scheiße ist, beschwert euch bei ihm, nicht bei mir. Robin mit 31 Monaten. Hey, Julfa, wie geht's? Wie steht's? Die Box ist auch bei mir angekommen. Zwar nicht die goldene Karte kattern können, aber die Box ist trotzdem cool. Schau dich, seit du zum ersten Mal Monster gespielt hast. Bro, das ist schon 97 Jahre her. Robin, danke für 31 Monate Support. Dankeschön. Kuss geht raus. Danke, 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 danke vielmals. Muss man alles nochmal machen, wenn man verliert beim Game? Nein. Das ändert sich jedes Mal. Haut mal alle Herzen in den Chat für den besten Arbeitgeber ever. Bin Julfas Katte und bin froh, dass ich für ihn euch arbeiten darf. Lächelndes Gesicht. Double Peace. Sein Katte hat gerade die Hälfte seines Lohns gespendet. True. Ich muss ihm mal wieder ein bisschen Trockenbrot in der Post schicken. Nee, das Game ändert sich jedes Mal. Man hat jedes Mal andere Karten, gegebenenfalls andere Fertigkeiten und so weiter und so fort. Also das ist nicht jedes Mal gleich. Weit weg davon sogar. So, ich muss jetzt noch ziehen, ne? Toll. Aber warte, die Macht... Das reicht, um den Kojoten zu besiegen. So, aber nicht, um den Kojoten zu besiegen. So, nehmen wir uns wieder. Ich bin der Wolf. Okay, Attack. Warte, wie viele Knochen habe ich jetzt? 3. Er gibt auf. Okay, wir nehmen es an. Wir nehmen es an. Julfa, Tipp, nimm Uroboros, wenn er zur Wahl ist. Der wird OP. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Weiß ich. Ich weiß es doch. Ich weiß es. Eine Kakerlache, eine Fledermaus und ein Skink. No. Dann nehmen wir doch die Fledermaus. Fledermaus. Sehr gut. Wir gehen zum Feuer. Feuer, gute Wahl. Feuer, gute Wahl. Schick bitte eine Milch dazu. Die ist sauer, bis die bei dir ankommen. Oh, wir geben dem Ding hier mehr Leben. Das wird sich lohnen. Ui, 3 Leben. Das ist eine sehr gute Karte. Echt nicht verkehrt. So, der erste Boss mal wieder, der Goldheini. Hatte das Spiel, hatte das Game ein Update? Hatte bestimmt ein Update, ja? So. Der Goldsucher-Boss. Schon wieder. Ich hasse die, ne? Junge, selbst die Charaktere im Game machen sich über mich lustig. Ich.
Ich kann das alles nicht mehr. Ich verkrafte das nicht länger. Angriff! So, wir werden das Packmuli jetzt aber wirklich besiegen dieses Mal. Okay, gut. Warte. Moment, ich muss gerade überlegen, wie ich das am schlauesten spiele. Ich lege erstmal kurz nur das Fell hier hin. Keine Sorge, ist alles mit Berechnung. Ich weiß, was ich tue. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Mann. Hilfe, Hilfe. Fledermäus, gut. Okay, pass auf. So. So. Ah, den müsste ich jetzt erst opfern, ne? Okay, aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir machen's so. Aber warte. Ja, ist egal. Angriff. Wolfsfell legen wir hier hin. Angriff. Ja. Aha, der Wolf. Gut. Nein, nicht den Haken. Nein, ich habe die Sanduhr eingesetzt. Das wollte ich nicht. Das war aus Versehen. Oh, warte, nicht. Ah, oh, jetzt habe ich den Wolf. Egal. Ich wollte die Sanduhr nicht einsetzen. Sorry. Das war nicht mit Absicht. Hab mich verklickt. Das war nicht mit Absicht. Oh mein Gott, ich hätte halt auch so easy gewonnen. Na egal, jetzt haben wir wenigstens eine Menge Karten auf der Hand. Angriff. Das war blöd. Das war blöd. Tempo, warum fragst du, wie man mein YouTube-Partner wird? Was redest du da, Bro? Was willst du denn von mir? Hä? Willst du YouTube-Partner werden? Oder was hast du vor? Donner, willkommen auf der Level 1 Mitgliedsstufe. Danke für den Support. Dankeschön. Stank dir, ne? Stange. So, wir ziehen mal hier noch eine Karte. Ende. Angriff. Zieh mal noch eine Karte. So, Klepperschlänge. Hey, warum habe ich den zweimal? Lol. Angriff. So. Ich ziehe noch eine Karte. Angriff. Easy. Easy. Hä, warum löschen die Mods Tempos Nachrichten? Hä? Weil Tempo mich fragt, wie er mein YouTube-Partner werden kann. Digga, es gibt keinen Tjulfa-YouTube-Partner. Was ist denn das für eine Frage? Ich verstehe die Frage nicht. I don't get it, Bro. Aber wir kriegen jetzt erstmal seltene Karten. Das ist viel wichtiger. Seltsame Larve, Buschradde. Und Urayuli. Wir nehmen wieder die seltsame Larve. Und wir kommen wieder mal ins Sumpfgebiet. So. Ein grässlicher Schwarm Insekten sammelt sich um dich. Bla bla bla. Einmal Schaden gleich Karten und einmal Schaden gleich Runden, die vergangen sind. Ja, ich weiß. Ich wusste nur nicht, dass ich die Karte zweimal habe. Weißt du, was das bedeutet, Lalis? So doof bin ich auch nicht, ne? So, wir haben einen weißen Hai. Will ich den weißen Hai? Ne. Wolfsjunges? Ja. Und wir nehmen noch eine Schlepper die Klänger. Wolfsfälle hingegen tauschen wir
Gegen was? Eine äußerst interessante Auswahl an Karten. Ich denke, wir nehmen Mantis. Mantis. Und wir kriegen einen neuen Gegenstand. Dollar Kroll mit einem Euro. Dankeschön. Danke für den Euro. Kuss geht raus. Ich danke dir vielmals. Komm, schwarze Ziege. Wir haben ja aktuell kein Turbo-Totem. Ne? Leider kein Turbo-Totem. So, was hat er denn da drüben? Ich bin eine Biene, okay? Dann setzen wir mal direkt Mantiff. Mantiff nach hier. So, bup, bup. Kann er die Bienen hier reinholen von mir aus? Das ist mir Wurst. Ich ziehe einen Eichhorn. Und greife an. Bop, bop. So. Kann er sich von seinen Bienen schon mal verabschieden. Okay. Wir ziehen eine Korde. Kleper die Schlenker. Ja, toll, ne? Ist doch scheiße. Brauche ich nicht. Lassen wir erstmal auf der Hand. Angriff. So. Interessant. Wir ziehen eine Karte. Ein Wolf. Okay, dann machen wir das hier. So. Und die Stinkwanze. Easy. So, wir sind voll im Game. Wir sind sowas von im Game. Ich ziehe noch einen Eischmorn. Und wir greifen an. Ah, guck mal, wie das läuft hier. Junge, guck mal. Ui. Ui, Memo. Warte mal. Penny. Läuft gar nicht so gut. Wir ziehen noch eine Karte. Noch eine Klapperschlange. Ich hätte nicht so viele Klapperschlangen kaufen sollen. Ich wusste, das wird sich rächen. Angriff. A Penny. Das Problem ist, ich mache 3 Schaden. Er macht jetzt sogar 4 Schaden. Er ist schlecht. Er ist schlecht. René mit 2 Euro, wie lange spielst du noch? Bis 11 Uhr circa. Ich kapituliere? Okay. Circa bis 11 Uhr. Bisschen mehr, bisschen weniger. Kommt drauf an, wie schnell ich drauf gehe. Oder so. So, Schnappschischischakröte, Eisvogel. Wir nehmen Eisvogel. Eisvogel. Und ab zum Opferaltar. Schauen wir mal, was wir hier opfern. Fledermaus. Flugfertigkeit. Auf den Wolf, ja. Eine Kostprobe meines früheren Ruhms. Ui, kann fliegen. Ui. Magst du Winter mehr als Sommer oder andersrum? Ich mag beides. Ich bin's wieder. Ja, hallo. So, was haben wir denn hier? Ringwurmskink, Ameise. Alle mit Entwicklung. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. So. Der Melin macht halt auch nur einen Damage. Damit besiegen wir direkt den Ringwurm. Angriff. Oh, Scheiße. The fuck? Junge, warum können die sich auch noch alle entwickeln jetzt hier? Zu was entwickelt sich denn eine Biene? Zu einer Megabiene? Ain't no way, man. Ach du Scheiße. Das
gibt's doch nicht. Karten umsonst. Opossum, Schnappschildröte, Ochsenosch. Wir nehmen Opossum. Opsum. Schon wieder ein Opfer, Alter. Digga, ich hab nicht mal was Gutes. Ich hab nichts mit Gabelangriff, nichts. Nichts, was sich zu opfern lohnt. Hier, wir opfern den Eisvogel. Und geben das... Komm, wir geben es einer Klapperschlange. Wir geben es einer Klapperschlänger. Ich bin neu im Live. Und was geht's? Wir spielen Inscription. Ein Horror-Kartengame. Horror. Auf jeden Fall, oh, hier ist Horror dabei, ne? Was hat er denn hier? Bienenstock, Klapperschlänger. Dann machen wir Mantis mal nach hier. Dann können wir die Klapperschlange nämlich direkt ausschalten. So, dann gibst du mir mal das. Und das hier. Und das hier. Angriff. Belastend. Das Wolfsjunge macht nur einen Schaden, ne? Dann beschwören wir das nach hier. Und Angriff. Hat noch eine Klapperschlange. Holy shit. Okay, aber wir machen jetzt 4 Schaden. Und die Larve. Bringt mir jetzt nur nichts. Aber wir machen 4 Damage, das reicht ja. Gewonnen. Puh. Let's go. Wie es meinem Hund geht. Mein Hund wohnt bei meinen Eltern auf dem Bauernhof. Dem geht's sehr gut. Der hat sein bestes Leben. Komm, Reptil. Oh mein Gott, noch eine Klapperschlange. Digga, ich hab 3 Klapperschlangen. Wo soll ich so viele Knochen herbekommen? Wo soll ich denn so viele Knochen herbekommen? Heiliger Bimbam. Ich bin noch nicht überzeugt hier, ne? Ein fauliger Geruch ließ Brechreiz bei dir aufkommen. Du krümmtest dich und ein schlammiger Stiefel gerät in dein Blickfeld. Du sahst auf und bemerkst eine unnatürlich große Gestalt. Brichst Fisch? Let's go! One more time! Der Fischdulli. Versuchen wir mal, ihn standesgemäß zu grillen. Angriff. 2 Schaden. Eichhörnchen. Bushrider. Sieht er sich unsere Mantis? Ist aber nicht so schlimm. Warte, wie viel Leben hat er jetzt noch? 4. 4 Leben noch. Ich muss kurz nachdenken, warte. Wir haben halt wirklich keine guten Karten in diesem Run, ne? Wirklich keine guten Karten.
Das wird eine knappe Nummer. Dominik, danke für den Euro. Oh, Penny. Dankeschön. Riecht nach Fisch. Ja. Das kannst du laut sagen. Junge, dieser gierige Penner krallt mir jedes Mal meine Karten. Hermelin? Runde 1 gewonnen. Runde 1 gewonnen. Benutzt dein Auge. Nein, nein, wir haben doch jetzt noch eine zweite Runde gegen ihn. Ich kann das doch jetzt nicht direkt wasten. Überleg mal, was dann passieren würde, wenn ich das jetzt direkt benutze. Das wäre ja komplett Mist, wenn ich das jetzt sofort einsetze. Fischen gehe, ja, ja. Fisch du mal. Klapperschlange. Auge. Ja. Und Angriff. Gewonnen. Dadomir-Fan, willkommen auf der Level-2-Stufe. Danke dir. Danke dir. Brauchst du ein Licht? Ja, mach mal wieder an, danke. Ich brauche ein Auge. Ich brauche ein Auge. Ich brauche auch ein Auge, hör mal. Hallo? Hallo, wo ist? Gib mir das Auge. Digga, ich bin blind. Ah ja, danke. Oh Gott. Okay. Items sind im Normalfall nur für den absoluten Notfall. Korrekt. Aber gerade hätten wir das ja auch... Ohne das Auge hätten wir gerade den Fischer nicht besiegt. Keine Chance. Wir brauchen eine andere Karte. Ja. So, da sind wir wieder. Im Schneegebiet, in der Schneegrenze. Weiter geht's. So. Mal wieder eine Prüfung. Prüfung des Angriffs. Prüfung... Müssen mindestens zwei der drei gezogenen Karten verwandt sein. Wir nehmen das hier. Wir haben so viele Klapperschlangen. Ach, Digga. Dann kommen die Klapperschlangen nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Das gibt's nicht. Wir nehmen das Eis-Opossum. Zweimal. Gute Verteidigung. Gute Verteidigung. So, was haben wir denn hier? Oh, oh, wieder dieser Elch. Oh, nein. Nein, 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 nein.
Nein. So. So. Oh mein Gott. Ist direkt drauf gegangen. Dynamifair macht auch noch ein Upgrade zu Level 3. WTF, Bro. Ich danke dir. Kuss geht raus, Mann. Danke, danke. Vielen Dank. Oh Gott. Direkt einmal verloren. Das gibt es nicht. What the hell, man? What the hell? Ja, ich kann ein paar günstige Felle kaufen. Dann gib mal Wolfsfell, Wolfsfell, Kaninchenfell. Danke. Wir müssen hier lang gehen. Leute, ich weiß, dass Dawson ein Update hat. Ich weiß, dass die neue Skibidi-Folge da ist. Ich weiß, dass Toilet Tower Defense ein Update hat. Chillt mal eure Basis, Leute. Ihr müsst mal ein bisschen entspannen. Die Videos dazu kommen alle noch. Ihr müsst mal ein bisschen chillen. Ihr müsst mal ein bisschen runterkommen. So, nochmal ein Kampf. Wir haben nur noch eine Kerze. Das ist schlecht. Ist richtig schlecht. Was hat er hier? Maulwurf und Truthahngeier? Digga, was zum Henker? Wieso? Alter. Einfach ein Truthahngeier. Das kannst du keinem erzählen. Und ich habe keine Flugverteidigung. Alter, ich gehe drauf, oder? Ich gehe jetzt schon wieder drauf. Ende. Oh Mann, ey. Well, well, well. Hey, no way. Okay, wir bauen noch mal eine Todeskarte, come on. Wir nehmen... Komm, wir nehmen zwei Knochen vom Opossum. Ist eine gute Wahl. Okay, Kraft und Gesundheit machen wir so. Das ist okay. Und Entwicklung. Mal sehen, was das dann bringt. Ja. Tufless. Ach, Mann. Das gibt's echt nicht, oder? Manchmal ist das Game eben so. True. True. Aber aus genau dem Grund ist jetzt an dieser Stelle für heute auch Ende. Ich habe gesagt, einen Run machen wir noch und dann machen wir für heute Schicht im Schacht. Ja, das war's für heute mit dem Stream. Wir sehen uns aber morgen wieder im Stream. Ja, es kommen jetzt wieder mehr Streams. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Wir werden morgen natürlich auch Inscription spielen, weil ich das Game immer noch nicht fertig habe. Wir werden das jetzt streamen, bis ich's hab. Deswegen sehen wir uns gerne morgen im Video oder im Stream. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns morgen in alter Frische. Gehabt euch wohl. Vielen Dank wie immer für den riesen Support. Liebe geht raus. Und dann sehen wir uns morgen zurück mit Inscription, bis wir es durch haben. Ciao, ciao und bis dahin. Bye, bye. Trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when
me came up, everybody tried to clown. It's not the same people trying to say that they the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power, screaming out the world is ours. Listen close to my voice, looking at me through the glass. I don't gotta lie to you, I don't gotta wear a mask. I just gotta be me and stay true to my last dying day. I did everything I could to make it back. Told each other we could do anything that we want, and nothing could stop us. I got the ball, not gonna drop it.